Mich hat es sehr gefreut, dass wir eine klare pro-europäische Mehrheit im Europäischen Parlament erreichen konnten. Mich hat es auch gefreut, weil wir weiterhin davon ausgehen und dafür kämpfen werden, dass Frans Timmermans an der Spitze einer fortschrittlichen Mehrheit auch für ambitionierten Klimaschutz und Zusammenhalt als Kommissionspräsident streiten kann. Wir sehen ihn als den nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Für uns ist klar, wir haben als EVP hier einen klaren Führungsanspruch, weil wir sowohl national, aber auch im europäischen Bereich als Parteienfamilie und hier als CDU-CSU klar vor unserem Koalitionspartner liegen. Und die weiteren Themen werden wir entsprechend dann auch innerhalb der Koalition besprechen müssen. Also,